herzlich willkommen bei PP Autopflege Polierpult. So, wir kommen zum Teil 2 unserer Reifenpflege. In Teil 1 müsst ihr mal reinschauen. Da habe ich von Sonax das Reifengel und das Tiregel von Meguiar's euch gezeigt. So, heute in Teil 2 machen wir mal 4 Produkte auf einem Reifen. Und zwar haben wir hier das Gion Tiregel. 400 ml für 18 Euro. Den Nachfolger, den Tire Express, das ist der Nachfolger. Auch 400 ml für 17 Euro. Und dann haben wir von Liquid Elements, ja, das Black in Black Kunststoff- und Reifengel, Tire and Trim Gel. Also das könnt ihr für die Reifen benutzen und für die Kunststoffpflege. Das ist auch die alte Version, jetzt weiß ich nicht den Preis, den habe ich jetzt nicht darunter stehen. Das sind auch, das sind 500 ml, genau. Und dann haben wir von R&RC Corrosh Customs den Tire Dressing, ja, genau. Und da habe ich auch 17 Euro für 1 Liter, also Gion vom Preis nicht gleich, aber von der Menge anders. Doppelte Menge für den gleichen Preis, aber wie ist die Leistung? Die stellen wir uns jetzt gleich mal heraus. So, jetzt kam in den Reinigungsvideos, also ich habe ja schon ein Video, wo ich die Flanken reinige. Wie gesagt, habe ich hier mit dem Customs und mit dem Gion Tire Cleaner gezeigt. So, und jetzt gehe ich hin und mache das Gleiche. Ich versuche jetzt Hersteller und Hersteller zu kombinieren. Also das heißt, wenn ich hier Gion neu habe, also das ist das Neue, das Express, gehe ich auch mit dem Gion Tire Cleaner ran. Das Gleiche machen wir mit dem Customs, auch mit dem Tire Cleaner drunter. Und beim Liquid Elements, ja, da können wir das, mache ich das auch mit den Customs. Ja. Ja, wenn ihr Interesse habt, dann bleibt dran. Bis dann. So, wieder zurück. Ja, ich werde jetzt eben schnell die Cleaner drauf machen oder den Reifen reinigen. Der ist grob schon gereinigt. Den habe ich ja mit dem Felgenreiniger und schon mit Bürste auch schon bearbeitet. Aber wir gehen jetzt nochmal mit den R&R Customs drüber und mit dem Gion Cleaner. Wie ich das gerade gesagt habe, wir machen das im Schnelllauf. Bis gleich. So, mal im Schnelldurchlauf mal gereinigt. So sieht der Reifen im Moment aus. Der muss jetzt noch ein bisschen trocknen und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Leute, ja, da sind wir wieder zurück. Der Reifen ist trocken. Ich habe in der Zeit noch mal ein bisschen im Internet nachgeschaut, zu den einzelnen Produkten noch mal was gesucht oder auch gefunden. Also, ihr müsst erst mal gucken hier. Wir haben hier einmal Dressings und einmal hier Versiegelungen. Das sind schon mal der Unterschied. Hier das Tiregel von Gion, das sind quarzbasierend und ja, hier das Tire ist, hat eine Standzeit von 2 Monaten. Das Express hat eine Standzeit von 2 bis 4 Autowäschen, so habe ich das gelesen.
Und nochmal dazu, es kann auch auf feuchten Oberflächen aufgetragen werden. Also braucht er nicht warten, bis der Reifen trocken ist. Wenn er so ein bisschen erstmal, wie ich das gemacht habe, mit Mikrofasertuch einigermaßen trocken machen und dann können wir schon direkt auflegen. Und dann haben wir von Liquid Elements das Black in Black. Das ist die alte Version nochmal dazu. Was die neue Version hat, ja, ein paar Farbstoffe irgendwie, ein bisschen, die ist auch schwarz, die Flüssigkeit richtig schwarz. Aber so wie ich das im Internet so bei manchen Tests gesehen habe, ist da nicht groß Unterschied. Also okay, kann man auf Kunststoff auftragen, könnt ihr euch die Kunststoffteile schön schwärzen mit. Also da habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Da hatte ich den Preis, habe ich jetzt auch nochmal eben schnell rausgesucht. Das ist noch eine alte Version, wie gesagt. Das ist eine 500 Milliliter Flasche. Da weiß ich jetzt nicht den Preis, was ich da damals für bezahlt habe. Aber das neue kostet 1 Liter 10 Euro bei Liquid Elements. So, und damit ist auch das jetzt das günstigste, ja, Pflegeprodukt für den Reifen, was ich jetzt hier im Test habe. So, dann haben wir hier den Tire Dressing RRC Carwash Customs. Ja, da habe ich auch nichts in der Standzeit so gefunden. Ja, da gucken wir jetzt mal, wie man die Sachen aufträgt. So, ich habe, wie habt ihr schon gesehen, ich habe die jetzt beschriftet und dann gehen wir auch danach. So, wo fangen wir jetzt mit an? Ja, wir fangen jetzt mit dem Gear neu an, das heißt, das Express ist das. Habe ich so, das müsst ihr mal schütteln, da sind so Farbstoffe drin, so schwarze Farbpigmente. Damit sie sich vermischen. So, dann habe ich hier ganz normales Pad. So. Das ist eine graue, ja, Flüssigkeit, Gel. Ich habe schon gerochen, das riecht so ein bisschen nach Kokos. Das können wir jetzt so einfach. Gut. Es gibt auch spezielle Reifen für Reifen. Applicator Pads können da benutzen, die können eigentlich, ja, alle Pads, feinporige Pads. So, das ist ja schon mal schön. Leicht glänzend. So. Das dazu, dann machen wir auch direkt das Gion, das Tire, das normale, die alte Version. Ja, hier braucht er eigentlich nicht schütteln, aber machen wir mal. Da sind jetzt so keine Bestandteile, das ist eine einheitliche Masse, sind Flüssigkeit. So, und geben auch so ein, zwei Stöße drauf, eben warten. Das sind alles neue Flaschenprodukte, bis auf das Black und Black, das habe ich schon mal benutzt. So, das ist eine blaue. Das riecht so richtig nach Haushaltsreinigermittel oder so. Also riecht jetzt nicht nach Kokos. Riecht ganz gut, sage ich mal. Bisschen kreisende Bewegung, dann habt ihr auch hier die Beschriftungen hier auch schön abgedeckt oder die Maserungen hier, da habt ihr ja so Maserungen und Strukturen. So, da fällt mir schon auf, so dass das nicht so ganz so glänzend ist wie das Express, meine ich. Ja, das ist so ein schöner Look. Also gefällt mir der Look. So, wir kommen zum Customs. So,
Hier schütteln wir auch mal. Das ist auch so eine einheitliche Masse. Da ist jetzt nichts mit Farbstoffen oder so. Das habe ich schon gesehen. Das riecht so nach gar nicht wirklich was. Da gibt da hier so ein Gel. Guck mal hier, das ist ein richtig klares Gel ist das. Und das können wir jetzt schön auftragen. So, jetzt könnt ihr hier den Glanzgrad bestimmen, indem ihr ja noch eine zweite Schicht nachher drauf tut oder eine dritte, keine Ahnung. Je glänzender ihr das wollt, umso mehr müsst ihr auftragen. Ich bin kein Fan von speckig Glanz. Ich mag hier so einen Seidenglanz, matt. Also hier, was hier schon von dem Tire-Gel, das gefällt mir schon besser als dieser Look hier von dem Express. So. So, wir können jetzt mal hingehen und machen jetzt hier an der 55, das ist 195,55, machen wir einen Cut und gehen nochmal eine zweite Runde. Eine zweite Runde gehen wir jetzt darüber, so auf die Hälfte, und gucken mal, wie glänzender das dann wird. So, bis zu 55 habe ich das jetzt gemacht. Dann können wir ja nachher sehen, welches besser hält. Also jetzt im ersten Augenblick, jetzt ist das noch frisch, lassen wir jetzt mal schön eintrocknen. So, wir gehen jetzt zum Liquid Elements. Ja, das ist auch so eine einheitliche Masse. Da ist auch nichts, was sich absetzt oder so. Aber trotzdem schütteln wir das Ganze. Hier habt ihr eine schöne Anleitung drauf. So. Geben wir dann auch was auf dem Pad drauf. Hier. Wie gesagt, die alte Version ist leicht in rosa, ja, würde ich jetzt mal sagen. Lila, rosa, keine Ahnung. Schaut mal. Das riecht ganz okay. Und die neue Version ist, da haben sie mehr Farbstoff, schwarzen Farbstoff drin gemacht. So. Ja, das ist schon. Das lässt sich sehr leicht verarbeiten, weil es von der Konsistenz ein bisschen flüssiger gehalten ist. Die anderen Sachen sind etwas geliger oder fester. So. Jetzt sagt der Hersteller hier, eine Minute einziehen lassen und dann abnehmen. So, wir haben hier 11.07 Uhr, stelle ich mal hier so drauf, und dann lassen wir es jetzt eine Minute einziehen oder alle mal schön ein bisschen einziehen. Also hier braucht nichts mehr nachgearbeitet werden, so wie ich das gelesen habe. Wie gesagt, bei den Customs können wir noch mal eine Schicht drauf tun. Ja, hier sieht man auch schon wirklich den glänzenderen Anteil als hier. Also je mehr ihr da drauf tut, umso glänzender wird das. Okay. Hier, ja, das ist so. Der Unterschied ist halt durch die Struktur des Reifens. Hier habt ihr Maserungen, ja, Konturen drin. Und hier habt ihr auch ein Feld, da ist eine glatte Untergrund, ein glattes Gummi, richtig. Und ja, da sieht es so ein bisschen ungleichmäßig aus. Das ist je nachdem, was ihr für einen Reifen raubt. Also das, was mir jetzt so im ersten auffällt oder was mir jetzt wirklich gefällt, ist eigentlich hier der Tire, das Tire-Gel. Also das ist schon so eine Sache, oh, ich fahre euch mal runter. Hier, das ist eine schöne Sache. Also das gefällt mir am besten vom Optischen jetzt. So, dann schaut mal hier.
Also wie gesagt, hier, das gefällt mir am besten erstmal mit einer Lampe. Ja, wie gesagt, hat hier solche Strukturen, Maserungen, wie auch immer. Da setzt sich das Produkt auch richtig drin. Das seht ihr auch, das glänzt auch teilweise sehr. Hier unten auch bei dem Teil. Aber wir lassen das jetzt mal schön trocknen. Hier eine Minute, da können wir jetzt schon eigentlich runternehmen. Mit so einem alten Mikrofasertuch können wir das runterholen. Gleichmäßigkeit schon direkt weg, und dann würde ich jetzt schon fast sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Hier hat er so Vertiefungen, so, ja, so Rillen sind das. Da sitzt ja auch das Produkt drin. Ne? Da müsst ihr gucken, da ein bisschen rausholt noch, damit ihr nicht so einen Glanzunterschied habt. Und das Produkt drin sitzt, da sitzt ja Produkt drin, das glänzt dann mehr. Das fällt dann auch eher auf. Das ist genauso bei den anderen. So, meine Schriftzüge. Ich gehe auch nicht mit starkem Druck drüber, ich gehe nur ganz leicht, wisch nur so die Überreste weg. So, guck. Siehst du, das gefällt mir. Da hat er schon so einen Neureifen-Look, sage ich mal. Schön matt. Hier auch bei dem Tire-Gel. Da, wie gesagt, habt ihr diese Rillen hier. Da sitzt das Produkt jetzt drin. So. Wir lassen jetzt mal das Ganze trocknen. Mal gucken, wir kommen irgendwann mal wieder und dann schaue ich mir das an. Ja, es ist jetzt so eine Stunde vergangen. Jetzt konnten die, ja, die Versiegelungen alle erstmal trocknen. Und da haben wir schon ganz schöne Unterschiede, so vom optischen her. Ich kann euch mal näher ranschieben. So, ich hoffe, ihr seht das soweit, das Ergebnis. Dann fangen wir hier beim Gion neu an, beziehungsweise Express. Ja, hier haben wir leichten Glanz. Da ein bisschen ja, unregelmäßig, das ist gerade da, wo die glatte Oberfläche ist, da ist das schon leicht unterschiedlich zu erkennen. Hier oben sieht das eigentlich schön gleichmäßig an, weil wir hier die Struktur in dem Reifen haben, diese Rillen und so. Und dann haben wir hier Gion Alt, also das Tire. Das, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin gesagt, macht mir einen schönen optischen Eindruck, so einen seidenglänzenden Eindruck. Und dann kommen wir zu dem Liquid Element Black in Black, das alte. Das ist ein richtig Neuwagen-Reifen-Look, also matt-schwarz, sag ich mal. Also da stehe ich schon mehr drauf. Aber gut, da ist jeder unterschiedlich. Und dann haben wir hier von R&RC Customs das Dressing. Da haben wir auch Glanz, hier oben etwas mehr Glanz, weil ich ja die zweite Schicht da drauf gemacht habe und da unten nur eine Schicht. Da sieht es schon leicht glänzend, ich würde mal sagen, fast mit dem Tire Express aus. Ich füge euch noch mal näher ran. Ich nehme euch vom Stativ. So. Also hier das Tire Express Customs. Das Liquid Elements, schön schwarz, matt, seidenglänzend soweit, das alte Gion Tire. So, so nochmal in einer weiten Entfernung, so. Okay, ich hoffe, das war schon mal was.
So, wir kommen jetzt mal zum Beading. Ja, manche wollen das noch mal sehen oder manche wollen, dass die Reifen auch noch bieden. Okay, wo fangen wir an? Auch wieder beim Gion. Das neue, das Express. Ja, gar nicht so wirklich. Bei den Strukturen hier, wo extreme Struktur ist. Ja, also da ist so gut wie gar nicht, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier das alte. Das ist schon mehr, das ist schon viel besser. Aber nicht so richtig schöne, feine Kügelchen. Es bietet ja besser als das neue, das Express. Dann haben wir hier oben das Customs. Ja, das ist auch nicht so wirklich. Das verhält sich so wie das Jean. So, und dann haben wir hier das Liquid Elements, das Black in Black. Okay. Da bleibt richtig das Wasser teilweise drauf stehen, ja. Zieht sich zwar weg, das Wasser, dann ist hier ist wieder so eine Struktur, eine glatte Struktur. Aber so ein richtiges Beading haben wir eigentlich bei keinem, hier bei dem alten vielleicht, würde ich mal, das würde mir auch gefallen. Okay. So, ich werde euch jetzt mal den anderen Reifen, den ich letztens gemacht habe mit dem Sonax und dem Meguiars. So, ich habe euch jetzt den anderen Reifen, also vorne links, vorne rechts, also den habe ich ja hier rechts, habe ich mit dem Sonax Reifengel gemacht und den hier mit Meguiars Dateiergel genommen. So, und hier seht ihr nochmal schön, wie das aussieht. So, jetzt können wir mal das Beading machen. Das Tire-Gel von Meguiars. Ja, das macht schon ein schöneres Beading als Gion Alt, würde ich jetzt mal sagen, behaupten. Ich gehe mal rüber. Und dann haben wir hier von Sonax das ihr Reifengel. Ja, das verhält sich ganz. Oh ja, das sieht schon besser aus. Also das ist schon besser als das hier, das Gel. Jetzt müssen wir wohl dazu sagen, hier von der Reifenstruktur, hier ist wieder dieses Rillenmuster. Können wir mal nach oben gucken. Das ist hier oben auch das Rillenmuster. Ja. Also das gefällt mir schon. Ja, das ist schon ein Unterschied. Also vom Beading her wird mir jetzt das Sonax Reifengel gefallen. So, liebe Leute, ja, habt ihr jetzt mal so nach Beading gesehen. Und jetzt nehmen wir mal die Streifen hier runter. So, liebe Leute, ich habe die Streifen runtergenommen. Ja, wir montieren jetzt die Räder gleich oder heute Mittag. Mal gucken, ob ich das schaffe heute. Und dann gucken wir mal, wie das dann ausschaut aufs Auto. Bis später. So, liebe Leute, heute ist der 19.06. So, 24,6 Grad, ja, schön. Ich habe gerade meine Reifen montiert oder meine Sommerräder drauf gemacht. Hier mal den Kilometerstand. So, ja, jetzt ist der Langzeittest der Reifenpflegen auf allen vier Rädern, ja, hat jetzt ab heute begonnen. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. So, Leute, willkommen zum Vorderrad rechts, das Viererduell. Hier oben Gion Tiregel, das Gion Express, die Versiegelungen, die beiden Versiegelungen. Und dann haben wir hier unten das Black in Black von Liquid Elements und das Customs, das Tire Dressing. Langzeittest startet hiermit.